Guten Tag, willkommen auf Cassis und meinen Moorhof. Ich sollte euch warnen, wir hatten in letzter Zeit eine Menge Ärger mit Banditen. Sie verstecken sich in einer Höhle südlich von hier. Seid also vorsichtig. Wer ist Cassie? Meine allerliebste Frau. Ohne sie ginge hier in Windeseile alles den Bach runter. Könnt ihr mir über eure Ranch erzählen? Das ist hier ein Moorhof. Wir züchten und hüten Schlachtmoorvögel. Cassie verkauft Mooreier und Tudor da drüben kümmert sich um das Hüten. Was ist mit den Banditen? Ach, die Banditen. Das sind nur ein Haufen Diebe und Mörder. Südlich von hier gibt es eine Höhle, die voll mit den Gesindel. Ich wünschte, jemand würde hingehen und ihnen eine Lektion erteilen. Okay, machen wir. Stopp. Untersuchen. Ah. Einfach müsst ihr's gucken. Na dann. Ihr müsst Schmerzen lieben. Weiß ich nicht. Nö. Also ich jetzt nicht so. Ich brauche Verstärkung. Ich brauche Verstärkung. Ja, du Vogel. Tut. Da. Warte mal, stehen da. Hier nicht so ein Hecki-Mecki. Wir sollen ja hier in die Höhle reingehen, ne? Wow. Ah. Warte mal, stehen. Gut. Mächtiges Kettenpanzerschuhwerk. Soll ich zwischendurch auch mal ins Inventar gucken? Unverwüstliches Kryptaschwert. Zähigkeit. Edelgroßschwert. Oh, müssen wir ausrüsten. Präzision. Edelgroßschwert. Schuhe. Können wir die auch ausrüsten? Was haben wir hier? Doppelklick. Rohleder. 5 Stück Zucker. Butter. Okay. Mächtiges Kriegshorn. Skin freischalten. Was ist denn hier Skin freischalten? Das kenne ich auch nicht, das ist auch neu. Oh. Das ist von mir. Weg. Garstiges Mob-Ding. Das Futter. Nur mit. Ihr müsst Schmerzen lieben. Ja, tu ich. Stehe ich voll drauf. Ja. Du scheinbar auch, weil du dich mit mir anlegst. Ja. Okay. Das sollte ich also nur drücken, wenn denn auch noch ein Gegner lebt. Was sind das für Geräusche? Ich sterbe hier! Das ist korrekt. Das tust du. Ihr siegt! Ihr siegt! Oh, was haben wir hier noch? Was? Stirb! Elendige! Mistratte, ich hab's gesagt. Die verstecken sich in den Nahrungsmittelvorräten, oder was? Ach, die kommen von oben. Die verstecken sich da nicht drinnen. Ich wollte schon sagen. Ich wünschte, ich könnte. Kannst aber nicht. Es sah nämlich so aus, als wenn die einfach so auftauchen. Deswegen dachte ich, dass die da... Schießt du auf mich? Ja, ich werde dich gleich mal. Okay, hier ist nix. Ist ja richtig still. Hier ist keine Musik und nix. Kommt her und helft mir! Gefällt mir. Und schnüpp. So, jetzt mal drücken.
Ist lustig. Okay, können wir jetzt alles aufnehmen? Ah. Wieder fertig. Wenn sie die Feinde. Wenn sie Feinde haben wie euch, Treviak, werden es sich diese Banditen gut überlegen, bevor sie unsere Moors nochmal behelligen. Vielleicht kommen mein lieber Mippy und ich jetzt endlich ein bisschen zur Ruhe. Danke, dass ihr denen gezeigt habt, dass wir doch nicht so ein leichtes Ziel sind. Ein bisschen Karma, ein bisschen Münzen. Alles gut. Auf deinen Wegen. Lasst mich in Ruhe! Ja, ich wollte doch nur gucken. Das ist ein Andenken an mich. Was habt ihr getan? Ich hab dich schlafen gelegt. Okay, du liegst neben Bett, aber. Sprecht mit den mit diesem Speer, um neue Ansehenherzen zu enthüllen. Okay. Müssen wir denn hier lang, oder was? Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Hallo. Guten Tag. Ich bin hier neu. Ich bin der neue Nachbar. Mich mal vorstellen. Mit dem Schwert in der Hand. Weil ihr alle so nett seid. Was haben wir denn hier? Ja, ich bin ja mehr so der Erforscher. Ich könnte ja jede Ecke 7 auseinandernehmen. Also es kann sein, dass wir nicht immer nur Herzen machen. Ihr macht Witze, oder? Nee. Ist wirklich so. Dass wir nicht nur immer Herzen machen, sondern auch so ein bisschen erforschen gehen. Besonders wenn wir dann in die Gebiete kommen, die ich überhaupt nicht kenne. Wobei das letzte Mal Guild Wars habe ich gespielt, das ist... keine Ahnung. Kurz nach dem Release für ungefähr 3 Monate, glaube ich. Wie lange ist das wohl schon her? Ah, Mann, mich hat schon wieder irgendwas gepikst. Mich. Immer mich so. Hey. Hast du gerade auf mich geschossen? Na gut. Ja, ja. Ach, das soll eine Kanone sein. Da klang, als wäre eine Katze miaut. Miau. Helft mir hier drüben! Helft ihm mal! Kommt damit nicht zurecht. Helft ihm! Helft ihm! Ach komm, geh doch mal zur Seite. Du willst es doch an. Ha? Schau aus der Höhle raus, bevor die. Was ist denn das da? Wenn in der Nähe. Stufe 8? Nee, Stufe 8 will ich nicht. Okay. Nö, hier will ich nicht lang. Das ist eine Stufe 8. Schließt ein liegendes liegende Event. Aber wo ist das Event? Nein, genau. Falsche Wahl. Stimmt, falsche Taste. Da hat er recht, hat er da. Folgen wir mal den jungen Herrn. In der Nähe. Oh, willst du von mir? So. Da oben müssen wir hin. Warum gehen wir? Falsche Wahl. Komm, lass mich doch in Ruhe. Oh je. Eine Rakete. Kanone. Falsche Wahl. Das gucken wir uns gleich an. Hier spielt ja. Die Musik. Machen wir erstmal hier mit. Okay.
durchsuchen. Durchsuchen wir den mal. Großer Lederbeutel. Nee. Und ansehen. Was hat denn der da überhaupt in der Hand? Ist das so eine Standarte oder was ist? Oh. Gildenwaffs? Oder was ist das? Keine Ahnung. Ich meine, ich kenn's ja nicht. Wenn ich's wüsste, dann müsste ich ja nicht blöd fragen. Okay, hier haben wir wieder sowas. Da ist wieder irgendwas drinne. Fünfplatztasche. Nee, ich will den nicht zerstören. Ich will den nachher tun. Okay, hier kann ich wieder irgendwas öffnen. Was haben wir hier? Eine Perle. Haufen glitzender Staub. Doppelklick für Karma. 1500 Karma. Hier haben wir wieder Erfahrungspunkte. Oh gut. Nehmen wir alles mit. Oh, können wir das Ding auch kaputt machen? Ja, kaputt nicht, aber wir können den Typen rauslocken. Gut, sehr gut. Nervt zumindest nicht mehr. Wir sollen jetzt in der Richtung mit irgendeinem Speer reden. Ja, komm. Du nervst ja ihn. Ja? Du wirst? Was hin? Geht's runter? War das in unten? Dr. Nico. Bin ja nicht neugierig, aber ich will wissen, was hier unten ist. Muss ja ein Grund sein, warum die hier runtergehen. Aber sieht nicht so aus. Höhlenfledermäuse. Haben wir hier. Haben wir irgendwas davon, wenn wir die hauen? Was ich im Moment noch nicht so ganz verstehe. Muss ich alles hauen, was böse ist? Oder muss ich das nicht? Oder ist es besser, alles zu hauen? Das ist momentan für mich noch so das große Fragezeichen. Was ich habe. Aber naja, gut. Oh. Ein Wächter. Der sieht ja schon schick aus. Wespenkönigin. Wegmarke Onions Sägewerk. Na gut. Könnte Hilfe gebrauchen. Ich bin in der Nähe. Ich finde es gut, dass hier kein Mob-Tagging gibt. Wie es bei WoW zum Beispiel ist. Also wer zuerst draufhaut, hat Otter. Hat den Mob. Finde ich gut. Sollen sie bei WoW auch einführen. Gucken wir hier irgendwas noch. Nö. Ich würde sagen, könnte das irgendwie ein geheimer Schalter ist. Also. Haben wir hier vielleicht was? Ach, das ist nur ein Fenster. Schließen? Was schließen? Nee. Ach, die Tür kann man hier schließen. Was hat man davon? Hüscht. Man kann sie wieder öffnen. Fett. Ich sterbe hier. Können wir stehen? Ich sterbe hier, sagt er. Ah. Wer bist du denn? Schickes Schild. Ich wünschte, ich könnte. Okay, die Zweierfähigkeit sollte ich vielleicht nicht benutzen, wenn in der Nähe noch ein anderer Mob ist. Jo,
oben scheint noch irgendwas zu sein. Giftpegel im Wasserspeicher. Giftpegel im Wasserspeicher? Was muss ich denn hier machen? Dann haben wir wieder so ein Aussichtsding. Nun werft schon endlich das Gift rein. Was dauert denn noch so lange? Du wirfst ja kein Gift rein, das ist böse. Da kommt die Treppe nicht hoch. Das ist viel zu schnell für mich. Ich mach die ja kaputt, bevor ich da bin. Mobs, wenn ich hauen könnte. Hier ist alles tot. Da. Hey du. Hey du. Bleib doch mal stehen. Ja, ja. Wasser mit dem Gewissen etwas. Voll dran vorbeigesprungen. Haben wir da unten noch irgendwas? Ein Arbeiter. Da. So. Momentan ist hier auch keiner mehr. Zumindest sehe ich nichts. Da kommt noch was. Hey du, bleib mal stehen. Bleib doch mal stehen, du Vogel. Bleibst jetzt bitte hier. Immer ärgert er mich. Haltet mir die Tölpel von Leib. Und meine Arbeit tun. Nein. Ich habe keine Arbeit getan. Kann ich die nicht looten, weil der blöde Vogel da war. Der NPC-Vogel. Verbleibende Zeit 4 Sekunden. Okay. Huh. Edle Ausrüstung, Stufe 6. Ihr könnt jetzt edle Ausrüstung anlegen. Sie unterscheidet sich dadurch ihren blauen Namen und verbesserte Werte. Platz für Begleithandwaffe freigeschaltet. Ihr habt den Platz für die Begleithandwaffe freigeschaltet und könnt hier nun Schilde, Kriegshörner, Äxte, Schwerter und Streitkolben ausrüsten. Waffenfähigkeit 4. Ihr habt eure vierte Waffenfähigkeit freigeschaltet. Drückt Taste 4, bla 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 bla. Durch das Ausrüsten einer Zweihandwaffe oder eine Waffe für die Begleithand erhaltet ihr Zugang zu der vierten Waffenfähigkeit. Okay. So, wir sollen uns was aussuchen. Großschwert, Schild. Ich habe ja noch ein kleines Schwert, also. Waffenwechsel, Stufe 10. Was heißt Waffenwechsel? Meisterwerk-Ausrüstung, Stufe 14. Okay. Kraft. Nehmen wir. Da haben wir Apfel. Wir haben doch hier noch irgendwo Großschwert. Normales Schwert. Ja, das sind nur Großschwerter. Mächtiges Kriegshorn. Ja, ich würd lieber noch ein schönes Schwert dazu packen. Wo haben wir denn überhaupt unser... Zelt, Ausrüstung, Farben, Todesstöße, oh. Ausrüstung, Begleitwaffe. Ja gut, dann können wir auch erstmal ein Schild nehmen. Bis wir ein zweites Schwert haben. Oder? Oh. Was haben wir hier? Unterwasserwaffe haben wir nicht.
ist das? Zähigkeit. Doppelklick. Diesen Gegenstand mit einer freien Aufwertungsplatz anzuwenden. Wenn ihr den Gegenstand aufwertet, wird er an euch Account gebunden. Malachit-Kiesel auf und verfestigtes Kryptoschwert anwenden. Jo. Ah, jetzt sind da 3 Zähigkeiten mehr drauf. Matteo, ich verstehe. Okidoki. Ah, ein Schild. Wie sinnvoll das ist oder nicht, das ist so. Schließt das nahe Event ab. Ja, gleich.